Moin, was los, Freunde? 7 Tage sind schon wieder rum. Es ist Zeit für unser Händler-Update. Wie gewohnt starten wir beim Waffenhändler in der Operationsbasis. Der hat heute Folgendes im Angebot. Eine Vektor Kaliber 45 mit sehr guten Talenten, nachtragend, boshaft und zerstörerisch. Leider ist es nur eine mit 20er Magazin, aber die hat 38% kritischer Trefferschaden. Also ist die auf jeden Fall einen Blick wert, wenn ihr nichts Besseres oder Gleichwertiges schon im Inventar habt. Passend dazu verkauft er diese Woche einen vertikalen Griff. Mit 44% optimale Reichweite, habe ich euch ja schon mal gesagt. Bei einer SMG ist optimale Reichweite sehr wichtig. Von dem her passt das wunderbar zusammen. Unser Kumpel Nicolas Cage im Sicherheitsflügel hat heute Folgendes am Start. Eine wunderbare AUG-Taktik A3P. Die hat zwar nur 34% kritischer Trefferschaden, hat mit nachtragend empfänglich, aber zwei sehr gute Talente drauf. Fordern könnt ihr getrost wegwürfeln, was sehr gut ist, ist es im letzten Slot. Das heißt, ihr habt keine Anforderungen. Das heißt, ihr könnt da Sachen reinwürfeln, wie zum Beispiel in Brand stecken, wenn ihr Firecrest spielt oder so. Weil das ist ein Talent, was viel Elektronik braucht, was man in der Regel so nicht frei bekommt. Aber im dritten Slot kostet es halt keine Punkte. Das heißt, da könnt ihr reinwürfen, was ihr wollt. Hat einen schönen Grundschaden von 18,5 und ein 25er Magazin. Das gefällt. Ist wahrscheinlich die bessere Wahl. Verglichen mit der Vektor, die ich euch eben gezeigt habe, ist das definitiv die bessere Wahl. Das SA-58 ist nicht besonders gut. Leider nur 20% kritischer Trefferschaden. Hat aber empfänglich drauf, begabt und brutal. Ist also wahrscheinlich als Zweitwaffe in einem Alpha-Bridge-Set ziemlich interessant, wenn ihr die Talente noch nicht habt. Sehr gut für Schrotflintenhainer ist die M870 Militärversion. 331% Wanken ist ein sehr guter Wert. 142k Schaden ist ganz großartig. Die Talente bösartig und kompetent sind hervorragend. Dominant kann man meiner Meinung nach wegrollen. Der Rest ist hier nicht so besonders. Was aber wiederum gut ist, ist der vertikale Griff. Der ist auch besser als der beim Waffenhändler. Der bietet nämlich hier 47,5 optimale Reichweite. Also die perfekte Ergänzung zur AUG, die er auch hier verkauft. Definitiv eine Kaufempfehlung. Im Hub angekommen beim Spezialausrüstungshändler erwartet uns diese Woche Folgendes. Ein MP5N Navy Version mit 35% Crit, boshaft drauf, fähig und bösartig. Fähig könnt ihr wegrollen, boshaft ist beim SMG immer sehr nett, weil boshaft die kritische Trefferchance erhöht, damit ihr da oben die 35% freischalten könnt. Und über bösartig brauche ich gar nichts mehr zu sagen. Schaden gegen Benannte und Elite wird um 10% erhöht. Krasses Talent. Also wer noch keine gute SMG hat, die ist definitiv eine Kaufempfehlung. Auch ziemlich gut ist das verbesserte ACRE. Sturmgewehr, 23% gegnerischer Rüstungsschaden, das ist richtig gut. Sorgfältig hat halt die Chance, das Magazin aufzufüllen. Das mögen manche. Brutal, eins meiner Liebsten. Und nachtragend auch nicht verkehrt in einem Alpha-Bridge-Set, weil da steckt man dann doch öfter mal was ein. Und da ist ein gesteigerter Schaden aufgrund von fehlender HP-Segmente doch sehr gut. Auch gut ist die SASG-12, die hat einen guten Wankenwert. Gibt bessere, aber dafür sind die Talente auch sehr gut. Räuberisches drauf, Kenner könnt ihr wegwürfeln und präzise, 25% Präzision ist drauf. Des Weiteren hat der Gute eine wahnsinnseinsame Heldmaske, das ist fast schon Godroll. Hat ein bisschen wenig Schusswaffen, 1178 ist aber ein sehr guter Wert. Hat ab Werk 10% gegen Elite drauf und die verschwommene Sicht könnt ihr natürlich wegwürfeln gegen was Gescheites. Ist aber definitiv eine Kaufempfehlung, wenn ihr noch keine einsame Heldmaske habt.
Auch sehr gut ist die Alpha Bridge Brust, die es hier gibt. Die hat mit 1217 einen sehr guten Ausdauerwert. Hat mit 52% auch anständig Kapazität Munition. Die 4% Lebenspunkte bei Tötung würde ich wohl wegwürfeln gegen Rüstung. Ansonsten ist das eine sehr, sehr schöne Brust. D3 FNC-Teile, schwer zu kriegen, habe ich schon ein paar Mal erwähnt. Hier gibt es ganz tolle Handschuhe. Die haben fast God Roll. Ich glaube 1280 Ausdauer ist das Maximum, was man rollen kann. 1272 ist schon sehr gut. Haben hier leider LMG-Schaden drauf, müsste man dann gegen SMG-Schaden tauschen. Aber bringen schon 10% Schaden gegen Elite mit. Das ist ein sehr guter Handschuh. Den werde ich mir auch holen. Ich muss nur noch ein bisschen Phoenix farmen. Ansonsten der kurze Griff hier unten ist noch sehr gut. 17% Crit bringt der mit. Leider sonst keine Schadensarten. Naja, habt ihr wahrscheinlich schon einen besseren am Start. Falls ihr noch keinen habt und euren Crit erhöhen wollt, ist der auf jeden Fall nicht verkehrt. Der letzte im Hub ist unser Kumpel, der spezielle Blaupausenhändler. Der hat diese Woche eine MG5, leichtes Maschinengewehr. Ist immer gut, die Blaupause zu haben. Falls ihr ein Alpha Bridge Set spielt und mit LMG spielt, könnt ihr hier euer Traum-LMG zusammenbasteln mit den Talenten, die ihr braucht. Des Weiteren gibt es hier Schusswaffenhandschuhe. Da könnt ihr die sogenannten Savage Gloves euch zusammenbauen. Die im Moment so beliebt sind. Savage, auf Deutsch wild, ist das Talent. Kann ich euch kurz zeigen. Habe ich nämlich hier am Start. Die Handschuhe. Wild, die kritische Trefferchance gegen Ziele außerhalb der Deckung wird um 7% erhöht. Ist eine schöne Ergänzung, wenn ihr D3 FNC spielt und mit eurer MP möglichst viel Crit machen wollt, könnt ihr da noch einen drauflegen. Ansonsten hat der Gute leider nichts am Start diese Woche. Im guten alten Camp Hudson, da war ich lange nicht, da gibt es diese Woche beim Waffenhändler eine SASG 12. Die ist sogar noch ein bisschen besser als die, die wir vorhin bei Nicolas Cage gesehen haben. 317,5% Wanken, 88,6k Schaden. Nachtragend, sorgfältig und brutal drauf. Da braucht ihr eigentlich nichts wegwürfeln. Das ist so schon gut, wie es hier ist. Die Talente sind sehr schön. Ist eine semi-automatische Shotgun. Ihr könnt da richtig schön schnell rausrotzen. Ich denke, die 25% Chance, das Magazin aufzufüllen, kommen da auch ziemlich gelegen. Also die Shotgun-Spieler unter euch werden sich über das Teil freuen. Ansonsten habe ich hier nichts Spannendes entdeckt. Ebenfalls in Camp Hudson gibt es einen Ausstattungshändler, der hat diese Woche für die Elektroniker unter euch eine Elektronik-Mod mit 263 Rüstung drauf und 256 Elektronik. Das ist ziemlich Guard Roll, also das kann man selbst kaum besser machen. Also falls ihr Elektronik braucht, ist der Typ diese Woche euer Mann. Im Safehouse The Last Call in Gramercy hat der Waffenhändler diese Woche eine Lightweight M4 Leichtversion. Die hat leider nur 19% gegnerischen Rüstungsschaden, hat Boshaft drauf, was bei der Waffe sehr gut ist, fähig könnt ihr wegrollen und hat leider tödlich drauf. Tödlich ist auch nicht das beste Attribut, aber kritische Trefferchance um 15% erhöht. Ist für ein Sturmgewehr jetzt nicht das beste Talent, aber kann man drauf lassen. Auf jeden Fall muss fähig hier weg, dann ist das eine ziemlich gute Waffe. Die M4, die es letzte Woche gab, war ein wenig besser. Die hatte ein bessere Per-Bullet-Damage und hatte auch bessere Talente drauf. Aber falls ihr die verpasst haben solltet und immer mal eine M4-Leichtversion haben wolltet, gibt es die beim Waffenhändler in The Last Call. Diese Woche. Im Safehouse The Grindhouse in Murray Hill gibt es diese Woche beim Waffenhändler auch eine SMG für die D3 FNC Spieler unter euch oder solche, die es werden wollen. Eine UMP 45 Polizeiversion. UMP 45 ist jetzt nicht die erste Wahl unter den SMGs, ist bei mir eher die zweite Wahl. Ist aber mit 30% Crit ganz gut dabei, hat einen guten Per Bullet Damage.
30er Magazin ist Standard, hat boshaft drauf, was sehr gut ist für eine SMG, hat räuberisch drauf, was gut ist, wenn man lange am Leben bleiben will, regeneriert die Gesundheit pro Eliminieren des Ziels. Hinterhalt finde ich persönlich nicht gut, erhöht den Schaden um 10% gegen Ziele hinter der Deckung. Könnt ihr wegrollen. Und da es im dritten Slot ist und keine Anforderungen kostet, ist das natürlich auch wieder eine schöne Sache. Könnt ihr euch zulegen. Im Firewall Safehouse in Turtle Bay gibt es beim Ausstattungshändler diese Woche eine sehr gute Mod. Und zwar ist es eine Ausdauermod. Die ist so ziemlich die am besten gerollte Ausdauermod, die ich bis jetzt gesehen habe. 253 Ausdauer plus 256 Rüstung. Die ist richtig gut. 1, 2, 3, 4, 5-fache Empfehlung. Wenn ich nämlich irgendwann mal Ausdauer und Rüstung brauche, werde ich mir die richtig reinhauen. So, Freunde, das war's auch schon wieder von unserem wöchentlichen Händler-Update. Ich hoffe, es war was für euch dabei. Ich werde mich jetzt ins Getümmel stürzen und noch ein bisschen Lexington farmen. Ich versuche immer noch ein zweites Mal die Bulletproof Vest zu bekommen für meinen Zweitcharakter. Im Zuge dessen werde ich euch im nächsten Video auch mal erklären, warum ich es für eine gute Idee halte, in The Division zu twinken und einen zweiten Charakter auf Level 30 zu ziehen. In diesem Sinne, ich verabscheue mich, ich wünsche euch was. Haut da rein!